Schwestern und Brüder, für einen kurzen Abschnitt kehren wir noch einmal in den Hebräerbrief zurück, sozusagen als Abrundung der Urgeschichte, die wir in den letzten Tagen aus dem Buch Genesis hören. Und es wird uns noch einmal in Erinnerung gerufen, was wir in den Wochen zuvor schon hörten. Glaube ist Feststehen in dem, was man erhofft. Wir wissen, dass das oft gegeneinander ausgespielt wird, Glaube und Vernunft. Wir hören das in vielen Diskussionen. Aber die Vernunft schenkt keine Gewissheit. Sie kann nur die Gründe beleuchten oder festigen. Der Unterschied besteht darin, oder sagen wir zuerst noch das Gemeinsame. Der Glaubende wie der Nichtglaubende, sie sehen die gleiche Welt. Aber sie sehen sie anders. Die Art und Weise, wie man die Welt sieht, ist anders. Und das hat uns die Urgeschichte gezeigt. Und der Hebräerbrief ruft diese Zeugnisse noch einmal auf. Mit dem Beginn der Schöpfung. Mit Abel. Mit Henoch. Mit Noah. Das heißt, dass sie sich darauf einlassen, der Glaubende lässt sich darauf ein, seine Welt sich zu öffnen. Tiefer zu sehen. Und ich denke, wesentlich realistischer zu sehen. Sowohl was den Ursprung der Welt angeht, wie Gott diese Welt meint, bis heute, daran hat sich ja nichts geändert. Und dass diese Welt und die Schöpfung im Ursprung gut ist, aber zugleich auch, wie sie von der Sünde vollkommen entstellt ist, verzerrt ist, manchmal zu einer Fratze wird, kaum wiederzuerkennen. Der Hebräerbrief könnte die Linie ausziehen. Die, die ihr Gesichtsfeld ganz weit öffnet, ohne zu wissen, was auf sie zukommt. Die im Glauben diese Welt annimmt, und zwar so, wie Gott sie im Anfang geschaffen hat. Rein, unbefleckt, ohne Sünde. Ist die erste Jüngerin ihres Sohnes, wie wir sie an diesem Samstag verehren. Ihr Herz ist ganz unbeschadet von allem, was Gott sich entgegenstellt, an eigener Überzeugung, an eigenem Selbstbewusstsein, was für uns heute alles so wichtig ist. Wo wir permanent, um zu sagen, erheben, in der Fratze der Entstellung. Statt unser Gesichtsfeld und ebenso wie unser Herz offen zu halten. Offen für die Schönheit der Schöpfung, offen für die Schönheit des Menschen, offen für die Schönheit von Gottes Willen, der uns an sich zieht.